Moin Leute, Venom's Back und damit herzlich willkommen zu einem weiteren GTA 5 Online Video hier auf meinem Kanal. In diesem Video geht es um das Sommer DLC Update, was jetzt ja eigentlich bald erscheinen soll. Genau dazu gibt es leider relativ schlechte Nachrichten. Wenn du wissen willst, was es damit auf sich hat und was los ist, dann bleib jetzt auf jeden Fall dran. Falls du neu bist, lass kurz ein Abo, da würde mich sehr freuen. Mach die Glocke an und lass jetzt auf jeden Fall schon mal gerne ein Like auf diesem Video da. Das würde mich sehr freuen und würde auch dem Kanal und dem Video sehr, sehr weiterhelfen. Jetzt würde ich sagen, starten wir sofort rein in das heutige Video. Ein ganz kurzer Gruß geht noch raus an Jonas Kochs. Er hat nämlich geschrieben, feier deine Videos, du hilfst mir immer und gibst gute Infos. Jonas, danke dir für deinen Kommentar unterm letzten Video und wie gesagt, Gruß geht raus an dich. Bei dem Sommer-Update oder Sommer-DLC-Update, je nachdem wie ihr es nennen wollt, gibt es ein kleines Problem. Und zwar geht es dabei ums Datum. Viele hatten sich erhofft oder viele gehen auch immer noch davon aus, dass dieses Update jetzt sehr, sehr bald kommt. Das heißt in den nächsten Tagen oder nächsten Wochen. Denn es ist Sommer logischerweise. Wir haben jetzt bald Juli und somit ist es auch eigentlich an der Zeit für das Sommer-DLC-Update. Das Problem ist jetzt, dass man mit ziemlich großer Sicherheit sagen kann, dass das Sommer-DLC-Update noch eine ganze Weile brauchen wird, bis es eben für uns released wird. Ihr müsst noch wissen, dass Rox Games vor ein paar Wochen oder halt vor einer längeren Zeit schon gepostet hat, dass vor dem Sommer-Update, also bevor dieses Sommer-Update erscheint, wir erst noch anderen Content ins Spiel kriegen. Und zwar drei Sachen. Sie haben eben damals gepostet, dass wir erstens noch neue Stunt-Rennen kriegen, bevor das große Update kommt, zweitens neue Deadline-Modis und drittens neue Überlebenskämpfe. Und erst wenn diese ganzen Sachen, die ganzen neuen Modis eben im Spiel sind, also für uns verfügbar sind, erst dann und erst danach irgendwann kann eben das Sommer-DLC-Update erscheinen. Der Likatessu hat was getwittert und zwar folgendes, ich blende euch gerade hier ein Foto von ein, er hat geschrieben, dass Rox Games das Ganze ziemlich weit nach hinten hinauszögern will. Das heißt, diese ganzen neuen Modis, die ja eigentlich vor dem Update rauskommen sollen, werden nur einmal pro Monat für uns released. Das heißt zum Beispiel die Stunt-Rennen, die kamen am 27. Mai, daran erinnert ihr euch, dann die Deadline-Modis kamen jetzt am Donnerstag, also genau ein Monat nach den Stunt-Rennen. Und die neuen Überlebenskämpfe, also somit die letzten und auch dritten Sachen an neuen Content, die werden dann wieder einen Monat später kommen, und zwar am 22. Juli. Und bevor diese ganzen neuen Sachen oder dieser neue Content, der von Rox Games eben versprochen wurde, nicht im Game ist, kann auch das neue Sommer-DLC-Update noch nicht erscheinen. Aktueller Stand jetzt ist ja, dass eben nur noch die Überlebenskämpfe fehlen, weil wie gesagt, die Stunt-Rennen und die Deadline-Modis, die sind bereits im Game. Wie gesagt, nur noch die Überlebenskämpfe müssen kommen. Die kommen anscheinend dann am 22. Juli und dann kann auch irgendwann das neue Sommer-DLC-Update erscheinen. Also entweder Ende Juli oder halt im August erst. Das Ganze würde auch eigentlich ja perfekt mit der Podiumsliste übereinstimmen, denn ihr wisst es, wenn die Podiumsliste leer ist, dann kann ein neues Update erscheinen. Aktuell haben wir auf der Casino-Podiumsliste noch 5 Fahrzeuge, das heißt für die nächsten 5 Wochen sind Autos da und somit wäre es dann eben genau dieser Zeitraum Ende Juli oder halt eben Anfang August, wenn auch die Podiumsliste zu Ende ist und eben dann das neue Update erscheinen kann. Wichtig zu erwähnen ist, dass das Ganze von Rockstar Games nicht offiziell bestätigt ist, also Rockstar Games hat nicht irgendwie gepostet, von wegen das Update kommt Ende Juli oder Anfang August, aber dadurch, dass Rockstar Games das Ganze mit den Updates und den DLCs eigentlich immer genau gleich macht, kann man jetzt ziemlich stark davon ausgehen, dass es dann so sein wird. Heißt also, dass wir uns leider wahrscheinlich noch ein paar Wochen ohne Update beschäftigen müssen. Eventwochen gibt es natürlich logischerweise, da kommt jeden Donnerstag eine raus, aber das große Sommer-DLC, das wird vermutlich noch ein bisschen dauern. Wer weiß, vielleicht macht Rox Games das Ganze auch dieses Mal anders, wie sie es halt eben früher gemacht haben, aber das ist halt ziemlich unwahrscheinlich und somit wird es dann vermutlich auf den August ungefähr hinauslaufen. Das soll es gewesen sein, schreib du mir deine Meinung jetzt in die Kommentare, wenn es dir gefallen hat, lass nochmal kurz einen Daumen nach oben da. Würde mich sehr freuen, ich bin raus, macht's gut Freunde, haut rein und ciao.